in diesem Video. Die krankeste Explosion, die es hier je gab. Jeder einzelne Zentimeter wird hier weggescheppert. Wir schießen einfach... Oh, da kam wohl was an! Oh mein Gott! Was geht ab, euer Start? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber, unsere Freunde. Ihr seid wieder im Hintergrund. Wir sind hier heute wieder auf den Himmelsinseln am Start, Junge. Und zwar in unserem neuen Haus, was wir, by the way, komplett repariert haben. Ich habe mir, by the way, so einen kleinen Mini-Eingang gemacht, damit ich nicht jedes Mal hochgehen muss. Und Junge, es ist einfach jeder online. Ihr seht es ja gerade. Amir, Banks, egal wer. Okay, wir können, by the way, direkt mal gucken, was bei Banks abgeht. Denn, Freunde, ihr habt es ja vielleicht in der letzten Folge mitbekommen. Hä? Hallo? Wo bist du? Oh, da bist du, da was bist du. Das geht. Ach du, hey, wo warst du gestern? Ja, Bro, ich musste weg, Mann. Aber heute bin ich wieder da. Digga, gestern ging ja Rambazamba war hier wieder. Echt? Hat Banks irgendwas... Hä? Ne? Er hat noch gar nichts gemacht. Nein, nicht das Rambazamba. Digga, okay, pass auf. Ich versuche dir das zu erklären, zu erzählen, dass du es auch verstehst, okay? Mhm. Warte, irgendwas im Alpha-Clan? Nein, Alpha-Clan nicht. Hör mir zu, vertrau mir, das wird, du wirst dreimal sagen, aber lass mich kurz einmal die Geschichte erzählen und dann können wir darüber diskutieren. Okay. Ich bin alleine auf dem Himmelsinsel. Auf einmal schreiben mir Stani, Seville und Blackjack. Die kommen vorbei. Dann habe ich die im Netherweg, die diskutieren waren. Die haben voll schlecht über uns geredet. Ja, das haben wir. Die sind über den Netherweg. Die sind über den Netherweg hier reingekommen. Ich habe die nochmal erwischt. Aha. Und dann waren die hier und haben auf eine Ansage gedrückt. Meinten, wir müssen denen jetzt 64 Diamanten bezahlen und deren Enderman aufbauen. Weil die behaupten, du wärst hingeflogen, die hätten deinen Skin gesehen und du hättest deren Enderman, Seville, hättest du komplett gesprengt. Dann wird Seville wieder frech. Ich soll über den gesprengt haben, ich? Ja. Und warum? Dann Seville, was ist das? Hab ich auch gesagt. Ich hab gesagt, ich leg meine Hand fürs Feuer, dass Vive nichts gemacht hat. So, dann drohen die mir. Dann Seville, guck ganz in den Thron rein, ich hau den weg. Und dann auf einmal Seville will TNT sprengen und sprengt da hinten. Das habe ich jetzt schon wieder repariert. Der hat gesprengt? Junge, ich war einen Tag nicht da, Freunde. Der hat hier TNT gezündet. Okay. Das habe ich jetzt alles repariert. Okay. Und dann habe ich ihn, weggeschossen. Und was macht Stani? Stani schießt zweimal aus dem Hinterhalt auf mich drauf, dass ich meinen Totem verliere. Digga, Stani? Na, Bro, ich sag dir ehrlich, Seville, der größte Witz von allen, keine Ahnung. Scheiß drauf, aber Stani, Bro, der ist doch nicht so doof. Der hat auf mich geschossen. Mein Dings war weg. Pass auf. Weißt du, was meine Vermutung ist? Seville gibt sich als dein Skin aus und will Beef zwischen uns machen. Aber ey, die ziehen es voll durch. Ich hab dir gesagt, ich hab die viermal gewarnt. Ich hab Seville viermal, weil er ganz einfach so TNT jetzt. Weil ich hab Seville, wenn du bei uns sprengst, dann spreng ich zurück. Ja, aber er hat gesprengt. Hast du irgendwas gemacht? Ich hab seinen Enderman zerstört. Bro, chill und doch erstmal. Nein, Digga, es reicht mir. Der Typ macht die ganze Zeit Ansagen, wird ganz frech. Der sprengt Bro. Hier bei uns. Die schießen auf mich, ziehen mir den Tod. Wenn ich meinen Tod wäre ich tot gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, das war safe, ein Missverständnis. Junge, warum sollte ich da irgendwas sprengen? Wo ist der Punkt? Warum sollte ich das machen? Hab ich doch auch gesagt. Die wollten sich nicht mit sich reden lassen. Okay, guck mal, Stani ist da. Ich rede jetzt mit dem. Digga, der unnötigste Beef der Welt. Das Ding ist durch. Chill doch, Bruder. Nein, ich hab denen die Ansage gemacht. Wenn die meinen, nochmal hier zu sprengen, dann kriegen die das, was der Alpha-Clan gekriegt hätte. Du willst gerade sagen, dass wir 12.000... Die 11.000 TNT sind dann für die, wenn die meinen, nochmal uns ohne Grund anzugreifen. Bro. Ganz kurz, das ist gerade ein Missverständnis. Ich fliege jetzt zu Stani, wir machen wieder den. Zack. Digga, alle drei haben gesagt, wir haben dich dort gesehen. Alle drei haben es gesagt. Ich habe gesagt, du warst es nicht. Ja, ich war es auch nicht, Bro. Ich sag dir, du hast jetzt ganz gut. Glaub mir, wir brauchen jetzt kein Beef für den. Ist voll unnötig. Und Banks hat seine Totem schon mal abbezahlt. Echt? Boah, gib mir mal bitte. Ich habe nämlich keinen dabei. Wenn ja, du einen komm hast. Mit. Komm mit. Ey, Junge, Freunde, ich war einen Tag lang nicht auf der YouTube-Insel und hier ist wieder der größte Krieg ausgebrochen. Ey, aber direkt mit Sprengungen und so. Bro, einen Tag war ich nicht da. Was geht ab? Ich hol mir mal zwei, ne? Ja, hol dir zwei, du hast ja eh 10 von dir. Okay. Ja, Bro, ey, ganz kurz. Ey, chill, bevor wir irgendwas machen. Ja, ich geh alleine, du musst gar nicht mit. Ich mache das, ich klär das gerade, Bro, ganz kurz. Gleich wird es geklärt sein, gutes. Ja, siehst du dann. Digga, als ob Stani... Ich sag dir, es bringt nix. Ja, warte mal, Bro, Stani ist ein Kumpel. Bro, wir waren Netherite Guards. Der hat auf mich geschossen, der hat mich angegriffen. Stani? Ja, der hat mir den Totem weggezogen. Ja, okay, ich klär das. Ich bring dir wieder einen mit von Stani, der gibt dir einen. Ich brauch keinen Totem. Ja, ich klär's mit dem, okay? Ja, klär's mit dem. Gib mir eine halbe Stunde, ich bin gleich wieder da. Ja, ich warte hier. Okay. Gleich. Gut. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Hat sich irgendjemand als mich ausgegeben, so mein Skin genommen und irgendwas gesprengt oder was? Bro, das macht ja mal gar keinen Sinn. Erst recht bei Stani, warum sagen wir bei Stani was sprengen? Alpha-Clan oder so könnte ich ja verstehen, aber... aber bei Stani... Okay, warte, er schreibt schon in den Chat, er ist auf jeden Fall da. Kann ich kurz kommen? Bro, also ist ja wieder so lost. Timmy, komm mal zu deiner, ja? Anscheinend hat Stani aber noch mit Timmy Stress. Nee, jetzt. Bro, ich will jetzt reden, das ist wichtig. Okay,
Okay, und einen hat hier wieder bezahlt. Ehrenmann. Ja, wisst ihr was, Freunde? Ich fliege jetzt einfach mal zu Stanio und dann schauen wir mal. Okay, Freunde, irgendwo hier muss es sein. Hier. Ich bin hier noch nie allein hingeflogen. Ich bin immer Army oder so hinterher geflogen. Okay, Stani ist da. Ich sehe ihn schon. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Hallo? Was geht? Was geht? Moin. Ist Stani da? Nee, warum? Jo, Stani? Kannst du mal draußen? Hallo, kannst du mal was draußen? Denn? Ja, was Junge, denn? Jetzt kommt immer wieder, ist geheim da drin. Wie letztes Mal, oder nee, was? Hat nichts mit geheim zu tun, aber Stani ist nicht da. Bro, Junge, ich seh ihn doch. Hol den mal bitte ganz kurz. Ich muss wirklich mal kurz mit dem reden. Stani ist nicht da und er möchte auch nicht mit dir reden. Bro, es ist dringend, ich muss mit ihm reden. Ja, geh doch nicht. Junge, Blackjack, ich seh ihn doch. Ich bin nicht da, mit Schmutz will ich nicht reden, mit Schmutz will ich nicht reden. Bro, ey, Digga, das war ein Missverständnis, ich hab nichts gesprengt bei euch. Kannst du bitte raus? Bro, ich hab bei euch nichts gesprengt. Aber Ami hat was gesprengt? Ja, Bro, weil ihr dann vorher bei uns gesprengt habt, aber es war ja ein Missverständnis, deswegen, ich will's klären. Ja, das wird sich früher oder später klären, aber wie gesagt, jetzt nicht. Digga, wir haben gar keinen Bock auf Beef. Es war alles ein Missverständnis. Keine Ahnung, wer bei euch gesprengt hat mit meinem Skin, aber ich war's nicht. Und, ja, ist ja schön gut, aber Armin hat danach trotzdem gesprengt. Ja, und, Bro, weil Seville, Junge, du warst doch dabei. Seville ist die ganze Zeit nur beleidigend gewesen und Seville hat zuerst bei uns gesprengt und dann hat ja auch Armin erst seine Strafe dafür. Ja, ist auch gut so. Und jetzt lass mich zu Stani einfach gerade. Nein. Digga. Freunde, wie soll ich hier irgendwas klären? Du weißt, wo der Weg weg ist, oder? Ich war, Digga, Junge Blackjack, wer ist mein Schreck? Guck mal bitte Stani jetzt. Ist nicht da. Wie oft der noch? Ist doch da, Bro, hat doch gerade schon mit mir geredet. Nee, verarsch wen anders. Da hast du dir bestimmt was eingebildet. Digga, ich sehe ihn da unten, er guckt mich doch sogar an. Ich sehe nichts. Bro, frag ihn bitte einmal. Digga. Er hat nein gesagt. Will der mich ver... Junge! Siehst du? Bro, warum, hä? Ja, Lukas, am besten gehst du jetzt einfach. Digga, was schießt er mich einfach ab? Ja, ich bin doch hier zum Klären, Junge. Digga. Hallo? Was ja, Bro, er schießt dich an. Möchte? Hallo, ich will's doch klären. Digga. Ich bin raus. Bro. Sicher, dass du das machen willst? Junge, will der mich f***en gerade? Hallo? Lukas, geh doch einfach. Digga, ich will's doch nur klären, ohne dass wir Beef haben. Was ist das denn? Doch, dass er nicht will. Also, guck mal, wie ihr am Übertreiben seid gerade. Nee, er will doch einfach nur nicht reden. Bro, er schießt. Ich geh gleich reinklatschen weg. Lukas, hau einfach ab. Junge, was ist das? Du siehst doch, dass er nicht will. Digga, Stani, werd ich f***. Hallo? Ich hab ein Schild, du kannst so viel schießen, wie du willst. Lukas. Ja, ihr seid so ein Witzverein, wirklich. Hopp, Bro. Seh jetzt zu. Junge, was für sie jetzt zu? Ja. Du siehst doch, dass es nichts bringt, also. Ja, Bro, so, wenn ihr anfangt, bei uns zu sprengen, pfeif mal deinen Köter Seville zurück, okay? Ja, das wird passieren. Ja, mach mal. Bro, warum werd ich abgeschossen? Hä, ich seh grad gar nichts ein, Junge. Ja, ey, guck mal, ich komm hier friedlich hin, will's klären, ohne irgendwas. Er schießt mich ab. Und du bist auf Stani sein Grundstück und der hat Hausrecht und er möchte nicht, dass du da bist. Ja, wen interessiert es? Guck mal hier, ich geh rein. Ja, siehst du? Oh, ich geh vor rein, oh, ich geh vor rein. Und jetzt? Ey, ihr seid ein Witzverein, wirklich. Ihr werdet noch sehen, ihr legt euch mit dem Falschen an. Ja, und jetzt geht's. Ja, komm. Voll woanders. Aber alles cool, ne, wenn ihr das so wollt. Mit bei uns sprengen und so, wir können gerne bei euch sprengen. Alles gut. Ja, gucke, jetzt kommt ihr wieder. Ich schreib dem jetzt, kein Bock hier mit seinem Hund zu reden, der vorne steht. Lukas, du siehst doch, dass es nichts bringt. Hau doch einfach ab. Junge, was? Hau doch ab. Siehst du, er ist nicht da, sag ich doch. Ihr seid so Loser, wirklich. Ihr seid so Loser. Guck mal, ich will mit keinem Stress und ihm was sehen. Ja, ey, ihr werdet noch sehen, ne? Ihr werdet noch sehen. Ja, wir werden sehen. Loser-Krieger. Bro, ich geb dir gleich Loser-Krieger hier in deiner Glaskuppel. Komm, zieh jetzt zu. Junge, ich hab gar nichts gesprengt. Ich hab nichts gesprengt. Ja, Bro, weil ihr bei uns gesprengt habt. Wir haben doch gar nicht angefangen. Digga, frag doch Seville, Junge. Ja, ihr werdet noch sehen. Ihr werdet noch sehen. Junge, lernen erstmal schlagen. Jetzt zieh zu. Bro, das ist wirklich so ein Witz, ne? Bro, warum? Warum, Digga? Freunde, erklärt mir das mal. Ich geh da hin und, Amir? Bro, gib mal bitte eine Elytra gerade. Hast du eine da? Bro, ich geh da hin. Der sagt mir, Stani ist nicht da. Ich sehe Stani im Keller die ganze Zeit. Er redet sogar. Nein, stopp! Du holst deine Zweitrüstung jetzt. Bro, warte, ich will meine Sachen gerade wieder haben. Ich hole einfach meine normalen Sachen. Ich komm mit dir. Brauchst du nicht. Alles gut. Hier rüber geht's schneller. Ich lass dich. Digga, ich raste hier gleich komplett aus. Ey, ich wollte das friedlich gerade klären. Ich wollte einfach friedlich klären. Ja, hab ich dich nicht gewarnt? Ja, hast du.
Ich fetz sie so weg, ich schwör's dir, oh mein Gott. Wo war das Portal nochmal von denen? Hier, ne? Ja, oh, jetzt verbrenne ich. Ey, Bro, ich verbrenne hier unten. Nein. Kannst du mir helfen? Digga, ich verbrenne! Ey, Freund, ich raste hier gleich komplett aus. Bruder, ich raste hier gleich so krank aus. Vive, ich gehe deine Sachen holen, ja? Klär das mal gerade bitte, ja. Ich gehe deine Sachen holen. Ey, egal was jetzt ist, sag Bescheid, ich komme direkt mit kompletter Artillerie. Ist mir scheißegal jetzt. Hol deine Zweitsachen. Bro, ich wollte mit denen gerade friedlich alles klären. Ja, ja, kriegen wir hin. Digga, Blackjack schlägt mich die ganze Zeit, hä? Und Stani hat mich im Bogen abgeschossen. Ja, kriegen wir hin, alles gut. Klär das mal bitte, ich equip mich jetzt. Digga, ich hau die gleich so weg, oh mein Gott. Digga, ich raste hier gleich komplett aus. Ey, ich hab nicht mal eine Elytra, ich hab gar nichts gerade hier. Aber okay, Freunde, auch wenn es jetzt lange dauern wird, ich gehe jetzt kurz in unseren Bunker. Bro, ohne Elytra jetzt zum Bunker zu gehen, ich werde safe eine halbe Stunde brauchen. Aber okay, Freunde, wie die wollen, ich werde die komplett auseinandernehmen. Jetzt gibt's auch kein Zurück mehr, ist mir scheißegal. Junge, was denken die, wer die sind, Digga? Hä, es macht gar keinen Sinn. Ich komme dahin mit guten Absichten, wollte das Ganze noch so klären, ohne Streit, ohne irgendwas. Bro, Stani schießt von hinten, ich krieg die ganze Zeit Herzen abgezogen, keine Ahnung was. Und wir haben ja nicht mal richtig gekämpft. Bro, hätte ich Vollgas gehen, ich werde auf... Ach, scheiße. Junge, ich rede schon wieder zu viel, ich gehe kurz zum Bunker und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Okay, Freunde, im Bunker angekommen, wir sitzen mit der Krone. Ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Bro, mir reicht jetzt komplett. Ich ziehe jetzt komplett durch. Zweitrüstung, alles was geht. So, einmal mitnehmen hier. Bam, 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 bam. Ich glaube, das sind meine, ja, Schutzschuhe. Perfekt. So, ich stelle den mal ganz kurz hier auf. Wirklich, Freunde, ich raff's nicht, ne? Junge, was war das, Digga? Warum zur Hölle sind die so? Bro, keiner hat denen doch irgendwas gemacht. Junge, Bro, es macht gar keinen Sinn. Ich probiere doch freundlich und nett alles mit denen zu klären. Ohne irgendwie, dass wir Beef haben oder sonstiges. Digga, man wird so behandelt, hä? Message, warte, Amir, komm, Bunker. Ja, Bro, mich juckt doch gar nichts mehr, Digga. Ja, okay, Sachen hat der, aber mir egal, Freunde. Ich geh jetzt dahin und nehme die auseinander. Sollen die sich da kurz ihre 5 Minuten cool fühlen, dass sie mich einmal geklatscht haben? Jetzt zeigen wir denen mal, wer hier wen klatscht. Oh, noch besser. Wisst ihr was? Wir haben ein bisschen TNT mit. Ich meine, wir haben ja eh schon alles gesprengt, oder? Also, die behaupten ja zumindest, dass ich bei denen gesprengt habe. Dann könnte ich das ja auch wirklich machen. So, machen wir hier auf locker flockig. So, eine ganze Doppelchest voll. Zack, holen wir eine Schalker-Chest. Jetzt reicht's, Junge, wie sich jeder mit uns anlegt, Digga. Wie sehen wir denn aus, Alter? Also jetzt mal Real Talk. Komm, Revive! Jo, ich bin hier unten. TNT holen. Ich hab die Sachen wiedergegeben. Wieder. Haben die alles? Ja, ist mir egal, alles. Bro. Ich geh jetzt rein. Ich spreng jetzt was. Bro, was? Wir haben denen gar nichts gemacht. Nix haben wir denen gemacht. Nimm mal dein Schwert, dein Bogen. Ey, es ist so lost, wirklich. Na, Hanich hast du nicht dabei gehabt, ne? Boah, ich glaube schon, oder? Hatte ich keinen dabei? Ah, nee, ich hatte keinen dabei. Schon gut, ich glaube. Hier ist ein Schild. Hier sind ein paar Goldäpfel. Warte, schau, ein paar Goldäpfel. Ey, Digga, weißt du, lass uns die mal schnappen. Bevor wir sprengen, lass uns einfach mal die kurzen PvP schnappen, dass wir denen zeigen. Ja. Wenn wir easy ernst clap machen, sind die vorbei. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zur Insel, ja? Ja, soll ich kommen dann auch oder treffen wir uns aber hier? Ja, gib mir so 10 Minuten, dann komme ich. Oh ja, easy, bis gleich. Okay, Freunde, TNT hole ich trotzdem mit, ist mir komplett egal. So, warte, ein Stack holen wir so nochmal gerade. Zack, auf locker flockig. Okay, wichtig, auch die Axt müssen wir mitnehmen. Das Schild wird equipped, damit wir richtig PvP spielen. Und wir brauchen den Harnisch, Freunde. Aber wo ist mein normaler Harnisch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich glaube, der müsste oben sein. So, mal kurz schauen. Bin jetzt wirklich so lost, Alter. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt auch nochmal kurz auf die YouTube-Inseln und von da starten wir mit Armee direkt rüber und klatschen die weg. Weil ich sag euch ehrlich, Digga, ich wirklich verstehe das nicht, Junge. Stani war so korrekt immer. Von, also, warum jetzt auf einmal? Irgendwer faked mich, ich komm zu ihm, sag ihm ganz nett, yo, Bro, ich war das gar nicht und so. Und dann macht er den, Alter. Kein Sinn, Freunde, aber gut. Ich würde sagen, ich gehe jetzt kurz wieder zu den Inseln und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Armee flüstert. Armee wurde vom Blackjack erschossen? Hä? Hä, warum geht der offline jetzt? Junge, was? Warum geht der denn alleine jetzt in den Kampf? Wollen wir die klappen? Die Noobs denken auch, wir haben was. Banks ist auch da. Hallo? Yo. Yo, Amir, Amir, Amir. Ey, Amir, was war das, Alter? Digga, hallo? Ey, hallo. Bro, was passiert? Digga, ich hab überlegt, mir meine Sachen von der Insel hier rüber zu transportieren. Aha. Blackjack und Stani haben wohl irgendwie gelungert, haben auf mich geschossen. Nee, hier, bei der Insel? Ich hab's gesehen. Die sind da oben, die sind da oben. Ich seh sie noch. Ich hol mir die. Ich muss eine Rüstung. Bro, jetzt reicht's. Hallo, nix sprengen hier! Digga! Junge, jetzt reicht's. Ja, und wieder abhauen, ne? Das sind die Besten. Komm, Blackjack! Junge, was soll das? Hallo! Ey, Junge, was macht ihr denn?
Bro, ihr habt gesprengt bei uns. Was für wir haben gesprengt? Anreiten. Gar nichts haben wir. Bro, was? Ihr habt alles bei uns gesprengt, Junge. Game Crash. Bro. Jetzt reicht. Oh, hier oben ist einer. Ja, komm mal her. Erzieht euch! Ja, und abhauen, ganz schnell aber jetzt. Oh, schnell abhauen, hat keine Elytra an. Junge, ich werde die so zerstören jetzt. Wo geht's denn hin, hä? Ja, wir abhaut, Junge! Hä? Ey, ich raste hier gleich komplett aus, Freunde. Meine Aufnahme ist gerade abgekackt und mein Minecraft ist abgeschmiert. Mitten im Fight! Ja, hallo? Ich bin die nächste Spring. Ey, Bro, ich raste gleich komplett aus. Mein Minecraft hängt sich auf. Bro, ich war gerade hinter Stani. Ja, ist kein Problem. Ich gehe jetzt machen wir das. Jetzt. Ich hab TNT dabei. Wie viel hast du dabei? Zwei Schalker-Scherz voll, komm, so drei. Okay, sehr gut. Jetzt wird gesprengt. Ey, Banks, hast du Bock auf Feuerwerk? Ich bin absolut dabei. Ey, du musst dir vorstellen, ich wollte gerade so Armin hier Hallo sagen, guckst so nach rechts in sein Haus, sneaken da einfach zwei Leute. So kommt der Brandon und greift ihn an. Erst recht, guck mal, irgendwer hat meinen Skin reingemacht, bei denen gesprengt und jetzt denken die, wir waren das. Der ganze Beef ist unnötig, ich gehe dahin, will das mit denen klären. Ich werde abgeschossen. Ja, ist klar. Nee, ist alles gut. Jetzt würde ich sagen, schießt mit dir jetzt überhaupt, ne? Jetzt kommt die größte Sprengung auf der YouTuber-Insel. Nein, warte, Let's Junge, go. Wir können das nicht machen. Das ist übertrieben, oder? Vive, dann gib mir die Schalke, ich mach's alleine. Ist mir egal. Okay, weißt du was? Bro, wir halten zusammen. Jeder eine. Komm. Let's go. Abfahrt. Let's go. Bei denen in ihrer Area irgendwas, ne? Area 52. Da hinten im Wald ist das, ne? Ja. Okay. Wie kommen wir am schnellsten dahin? Fliegen am besten, ne? Fliegen. Oder egal, komm, wir fliegen. Ja, komm, let's go. Okay, let's go. Bevor du wieder verbrennst. So, jetzt. Was war das gerade? Ja, ich habe gesagt, die Leute sollen den Live-Sachen jetzt so sprengen, wie wir deren Base sprengen werden. Junge, let's go. Ey, flieg mal vor, ich habe Angst zu verkacken. Junge, Freunde, seid mir ehrlich, wie unnötig ist gerade dieser Beef? Alles, was wir gerade machen, ist super unnötig. Ich bin ja sogar da hingegangen und habe mich entschuldigt, Bro. Ich werde gekillt, ich werde einfach abgeschossen. Und danach töten die noch Armin. Freunde, es ist so schlecht. Vor einem Tag wollten wir ja Standardskill sogar noch ein Grundstück anbieten bei uns. Weil er ja eigentlich ein Kollege ist, aber Bro. Jetzt reicht's mir auch komplett. Ist mir egal. Okay, Freunde, ich habe die Jungs gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Hier ist keiner. Stani? Warte. Boah, Bro. Ey, Vorsicht, die sind da. Wo ist Banks? Ich hab ihn zurückgeschickt, er soll Himmelsinsel aufpassen. Was ist, schreibt er? Ja, okay, das ist auch schlau. Warte, die waren da gerade noch. Okay, warte. TNT hast du alles am Start, ne? Oh, ich hab die Schalke-Kiste, I'm ready. Lass aber alles erstmal platzieren und dann sprennen, okay? Ja, klar, das soll eine dicke Explosion werden. Ja, okay, ist gut. Let's go. Auch unten, wir machen alles kaputt, oder? Sollen wir hier schon mal anfangen? Ja, ich baue mich hier mit TNT ein bisschen hoch. Warte, lass mal kurz checken, ob die noch da sind. Warte, ich flieg eine Runde um die. Okay, Freunde. Nee. Warte. Nee. Schnell Armin Bescheid sagen. Let's go. Okay, Freunde, jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren. Das Ding ist, die sind ja noch online. Das heißt, die können auch jeden Moment herkommen. Ich würde sagen, ich fange an hier mit diesem komischen Ender-Ding. Okay, ich klaue noch alles, was geht. Oh, Effizienz 5, schmeckt, nehme ich mit. Weine Obsidian, haben wir genug. Boah, die sind eigentlich wertvoll, ne? Aber egal, wir haben keinen Platz. Und Vollgas. Boah, Digga. Der ganze Enderman, ne? Er wird einfach in die Luft fliegen. Und let's go. Bam, bam, bam. Junge, es wird zu krass wieder! Ey, ich hab da eigentlich gar keinen Bock drauf, ich sag's euch ehrlich. Aber andererseits, wir haben nicht angefangen. Wir haben wirklich dieses Mal haben wir gar nichts falsch gemacht, nix. Bro, irgendwer wollte uns was Böses, hat sich mit meinem Skin als uns ausgegeben. Bro, und wenn man es friedlich klären will, dann wollen die wieder nicht. Von mir aus, machen wir es halt anders. Ja, Bro, das sieht zu krass aus. Ey, wir müssen es beeilen, nicht, dass die wiederkommen. Okay, ich mach dasselbe hier auch. Ich mach dasselbe hier auch, Freunde. Wir bauen jetzt hier einmal von unten nach oben. Let's go. Boah, ey, wir haben so viel TNT, das können wir nie... Bro, wenn wir das alles verbauen... Oh, die haben Beacon! Warte mal. Den müssen wir mitnehmen. Boah, guck mal, das Ding ist, hierdurch erkennt man Eile, dass sie hier irgendwo ein Beacon haben. Wahrscheinlich genau in der Mitte. Bro, wie schnell ist Armin hier? Was?
Hä, wie kann er so schnell TNT platzieren, Bro? Warum bin ich so langsam? Ja, aber hier muss halt alles voll sein, ne? Auch die Arme und so. Ob bei den Inseln alles in Ordnung ist. Ey, ich sehe schon kommen, die werden mein Haus aufsprengen oder so. Okay, Armin hat hier das alles gemacht. Dann machen wir hier oben drauf noch mehr. Boah, die Beacons müssen wir mitnehmen. Alter, das ist ja so strong. Er ist recht aus Smaragden. Ey, Armin, hörst du mich von da unten? Ich höre dich. Ey, Bro, lass den Beacon abbauen. Die haben einfach Beacons. Ja, ich hab schon einen abgebaut. Schmeiß auch den Pearl. Ja, ey, lass alle mitnehmen. Ist ja voll geil. Ich hab zwei jetzt mitgeholt. Ja, über dir sind noch zwei. Die können wir direkt mitnehmen. Ja, die habe ich mitgeholt. Die oben zwei. Hey, die stehen da noch. Ach, da ganz oben. Ah, ja. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, einen brauchen wir Nethers dafür. Die sind sehr selten. So, hier, ich mach auch so mäßig das Ding für Speaking aus TNT jetzt hier nochmal nach. Ja, mach. Digga, Junge, guck's dir an. Ich mach oben, du machst unten. Digga, das wird zu wild. Die ganze Kuppel. Ey, ich hab denen gestern die Ansage gemacht. Und die haben wieder gespielt. Die haben unsere Himmelsburg angespielt. Ja, Bro, also wirklich, ey, ganz ehrlich, wir haben's friedlich mehrfach probiert. Die wollen's ja nicht. Was sollen wir denn noch machen? Mehr als nett sagen, wir wollen es so klären. Erst recht wieder alles auf irgendeiner dummen Lüge basiert, Problem. Bro. Keiner hat angefangen von uns. Oh mein Gott. Junge, es ist wirklich bei jedem Minecraft-Server mit Freunden. Man startet, jeder mag sich, alles ist gut, Digga. Und am Ende sieht es genau so aus. Verdammt. Ey, Junge, es ist so krass, wirklich. Bro, Digga, es ist insane, wie viel TNT haben, ne? Du hast ja eine Schalker-Kiste noch geholt. Ich muss sie gleich abholen gehen, du hast beide. Oh ja, ja. Brauchst du noch? Ich hab noch. Ja, meinst du, die ist jetzt leer. Ja, komm ran, komm ran. Komm grad ganz oben hin. Ich hab die schon platziert hier oben, ne? Ach, nichts irgendwo in die Luft jagen, Digga. Oh, das ist die größte Explosion, die wir jemals hatten. Dagegen war die Yacht von Timmy war ein Witz, Alter. Wir werden den Server zum Crashen bringen. Hey, oh, stell mal vor, Junge! YouTuber sind crashed, weil wir Explosionen machen. Wir haben die gewarnt! Bro, ich sag's dir ehrlich, die legen sie halt mit den Falschen an. Ja. Digga, es ist insane, oh mein Gott. Ey, aber alles, warte, hier auch drumherum mache ich alles voll. Wir jagen die ganze gottverdammte Gegend in die Luft, Junge. Area 52 sieht am Ende aus wie ein Krater. Ja, ich hätte mir kaum was Schöneres heute vorstellen können, ne? Also ich dachte ehrlich, ich mache eine chillige Aufnahme, erweitere meine Insel oder so. Aber gut. Bro, ich habe noch nie so viel TNT auf einem gesehen. Das Geile ist sogar, wenn die jetzt angeflogen kommen, die können es gar nicht mehr retten. So schnell können die nicht mehr alles abbauen. Es ist gar nicht möglich. Bro, ein Army macht da unten, Junge, Atombombe, aber komplett. Das Problem ist, die sind halt aus Obsidian, ne? Ich glaube, die Endermänner werden sogar stehen bleiben. Oh, schön die Kisten hier. Oh! Ey, Bro, in der Kiste hier ist TNT! Ja! Geil! Ey, oha! Wie viel haben die denn? Ich klaue alles. Digga. Hä, hey, hier waren locker 10 Stacks und Elytra drin. Ja, die noch irgendwas? Ich habe auch Diamantblöcke gesaved jetzt. Ah, Bro, ich klaue alles, ne? Ist egal. Oh, ich habe wieder Einstiegspunkt gesetzt. Egal, ich werde eh nicht sterben. Hä, sind die dumm? Jetzt können wir mit dem eigenen TNT von denen einfach alles in die Luft jagen. Noch geiler. Muss ich nicht mal mein eigenes verbrauchen. So, ein paar Stacks. Hauen wir den auch noch um die Ohren. Ey, von außen das Dach auch noch wichtig. Vor 2 Folgen hier noch eine Auktion mitgemacht. Ja, gut, hab ich gesagt. Oh mein Gott, Junge. Das ist die krankeste Explosion, die es hier je gab. Jeder einzelne Zentimeter wird hier weggescheppert. Andererseits, Freunde, was denkt ihr? Ist das zu übertrieben oder ist gerechtfertigt? Was denn? Ja, hol alles mit. Alles, was du findest. Also ich habe 7 Beacons. 7 Stück? Mhm. Digga. Krass. Ja, Bro, ich sag dir, also... Wir haben hier eine Atombombe gebaut. Was ist das? Ja, ey, wir haben es gewarnt. Wir haben Ansagevideo gemacht. Ich habe noch eine Ansage persönlich an die gemacht. Es reicht. Ja. Sonst wird uns niemand mehr ernst nehmen. Ey, ich habe sogar außenrum jetzt noch überall gebaut. Warte. Ja. Wir müssen die Glaskuppel noch mehr mit TNT machen. Wie oder wo man hier noch ein bisschen TNT dazwischen quetschen kann. Ey, Real Talk, sollen wir die Emeralds noch abbauen? Könnte auch strong sein. Nö. Nicht? Falls wir nochmal Rüstung brauchen? Wobei, wir haben eigentlich alles, ne? Ich habe meine zweite Rüstung heute fertig gemacht mit Netherite. Ja, okay, easy. Ey, ich mache noch einen riesen Haar mit TNT für Himmelskrieger. Ja, finde ich gut. Danach tun wir einen Quaddy, oder? Ja, ich denke schon. Oder haben wir noch irgendwelche Häuser vergessen von denen? Nee. Boah, Junge. Oh mein Gott. Was? Bro, ey, du musst danach einmal drüber fliegen. Digga, es geht ja gar nicht, wie viel. Hä? Sieht gut aus? Bro, geisteskrank. Okay, ich mach grad das Haar noch. Ja, sag, wenn du Zeit bist, dann geh ich raus hier. Ja, easy, warte. Bro. Okay, wir machen ein ganz, ganz großes Haar. Ein ganz, ganz großes Haar. Ich hoffe mal, die kommen jetzt nicht direkt wieder, ne? Nee, ich hoffe auch nicht. Machen die aber nicht. Safe nicht. Ich glaube auch nicht, dass die hier losschießen würden. Ja, aber jetzt, wenn die einen Schuss oder so daneben machen, ist ja die Insel weg. Also, wen juckt's?
Ja. Okay, Freunde, da bauen wir jetzt gleich das Haar zu Ende. Okay, das Haar ist am Start, warte. Ja, es sieht jetzt nicht krass aus, aber es reicht. Oh, warte. Ich habe hier die Seite noch vergessen. Ich muss hier noch ein bisschen TNT platzieren. Ja, mach das. Ich muss jetzt raus. Ich hab kein TNT mehr. Ey, ich kann dir noch geben, Bro. Ey, wir haben immer noch vielleicht eine Schalker-Chest benutzt. Sind die noch on? Lass den Chat schreiben irgendwie. Das war's für Area. Ja, warte, ich schreib Message. Ich schreib Message. Warte, ich schreib. Ich will dann auch noch kurz schreiben. Sag, wenn du ready bist. Ja, warte. Stand OG. Warte, Area 52 ist. Warte jetzt noch, bevor du abschickst. Ja, ja, ja. Ist jetzt geschlossen. Explosionsgefahr. Ich bin ready zum Abschicken. Okay, hau raus. Da sind die, da sind die, da sind die, da sind die, da. Ah, ja. Lass uns mal mit denen mal kurz quatschen. Ja, ja, lass mal kurz hingehen. Was wollen die jetzt halt machen? Ah. Na, Jungs. Moin. Und? Bro, hallo? Ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder heulen soll. Ich bin schockiert, Bro. Hä, was denn los? Alles klar, oder was? Zündet, erstmal wird der ganze Server crashen. Ja. Und, Junge, findet ihr das Ding ein bisschen übertrieben? Bro, also wir haben eine Ansage gemacht. Wer Stress schiebt? Ja. Ja, Bro, aber das ist ein warte mal. Arg, Junge, Alter. Wir haben 5 TNT gezündet bei ja. euch! Ja, warte wir mal, warte mal, warte mal, warte komm, mal, warte ja. mal, warte mal. Ich hab euch gestern die Ansage gemacht, wenn ihr meint, nochmal bei uns zu sprengen, dann werden wir das mit euch machen, was wir mit dem Alpha-Stein machen, weil wir diese Sprengungen nicht mehr haben wollen. So. Digga, ich guck gar nicht auf mein Leben. Du hast doch angefangen, bei uns zu sprengen! Junge, ihr habt angefangen! Nur weil ihr jetzt 10.000 TNT habt, denkt ihr, könnt machen, was ihr wollt hier auf der Insel oder was? Nö, 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 wir können nur das machen, was wir uns erarbeitet haben. Und das haben wir uns erarbeitet. Ja. Guck mal, so ein schönes Himmelskrieger-Haar da oben drauf. Himmelskrieger. Weißt du, oh, das Ding Baby. Ist noch, dann kommt er mit euch noch reden und ihr killt den. Bro, ich wollte noch nett reden. Ja, er kann ja, ruhig Bro, probieren. Lass ihn abbauen. Alter. Bro, er braucht eine Stunde nein, dafür. Nein. So, und dann meint ihr mir da am Anfang mit Sammy noch einen Toten ziehen, war, dann wollt ihr Erweif noch killen, dann kommt Junge! Ihr zu uns, tötet mich nochmal und sprengt bei unsere Himmelsburg. Digga, und ey, tötet mich mal, auch ey. Noch. Geht jetzt nach Hause und dann ist das gut, wir bauen das TNT ab, bringen euch das wieder und dann ist gut, Junge. Oh, Vorsicht, da kommt schon ein Feuerfall. Oh, aufpassen, aufpassen. Ey, Junge, hör auf mit dem Müll, Junge. Scheiß. Blackjack. Ey, das bockt du nicht, Junge. Der ging daneben. Der ging daneben. Junge. Oh. Ja, ey, schieß doch zurück! Oh, schieß doch zurück! Schieß doch zurück! Schieß doch zurück! Wo ist das Problem? Ey, schieß doch zurück oder traut ihr euch nicht? Warte mal, ich mach mal hier ein Fenster auf. Ja, ja, das Junge, ist das heiß da drin, nicht. Ne? Hä? Hey, schieß drin, oder? Doch brauchst zurück! Ah. Junge, check dir nicht, dass das so keinen Spaß macht? Junge, ist komplett übertrieben. Ey, Bro, guck mal! Ich kam eben freundlich zu euch und wollte es einfach nur klären. Freundlich! Bro, du hast gesagt, du bist nicht da, ich seh dich! Zu uns gekommen ist. Ich bin froh, seit ihr denn gekommen habt, Seville, der kannst du mich beleidigen lassen und dann lass ihn dir noch sprengen. Seville, und liegt doch raus bei uns. Trotzdem, danach hast du noch ein Totem von mir gezogen. Nicht nur das, dann habt ihr ihn gekillt, dann habt ihr bei uns wieder gesprengt. Ich hab euch gewarnt. Ich steh zu meinem Wort. 5 TNT gegen 1 Million TNT oder was? Das ist eine gute Relation. Das ist der Unterschied zwischen Himmelskriegern und Area 52. Die Himmelskrieger, die können sich halt auch wehren. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber wir würden niemals so übertreiben. Also Bro, nein, Digga, was reden wir über? Du hast mich eben gekillt und ihr habt Amir auch einfach gekillt. Du hast aber auch nur 3 Schläge ausgehalten. Übertreibt, Junge, checkt ihr das nicht, Alter? Guck mal, Vive, du hast 3 Schläge ausgehalten. Was meinst du, wie viel TNT, wie viele Schläge das aushält? Boah, das ist eine gute Frage, oder? Was denkt ihr denn? Stärker als du? Was glaubt ihr, wie viele Schläge braucht's? Denkt ihr auch 3 Schüsse oder wie? Oder hält das TNT mehr aus oder weniger? Was denkt ihr? Ja, war jetzt lustiger Prank, Alter, und jetzt haut ab, Alter. Oh mein Gott! Oh, das war jetzt wieder mal knapp. Wow. Komm! Alter, Amir, Vorsicht! Ey. Amir, Vorsicht! Digga, hier fliegen Pfeile. Warte mal, lass uns mal ganz kurz hier besprechen und dann sagen wir, was jetzt hier passiert. Okay, wir besprechen. Wenn ihr ein TNT abbaut, dann lasse ich alles springen, ist mir egal. Ein einziges. Bro, es ist echt zu viel. Nein. Digga. Machen. Sollen wir es jetzt machen? Ja, warte. Ey, Junge, ich weiß es nicht. Aber, Bro, wir haben nichts falsch gemacht, oder? Wir müssen am Wort stehen, sonst nimmt uns keiner mehr ernst. Ja. Wir haben es den Zuschauern versprochen. Ey, okay, guck mal, wir haben es ja auch wirklich nett probiert, mehrfach. Guck mal, ich bin ohne Waffen dahin, ich wollte einfach nur reden. Ich werde verarscht. Keiner will mit mir reden. Wenn man nicht kommuniziert, Bro, dann kann man das nicht klären. Da muss man halt die harte Seite holen. Lass uns denen das sagen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir schießen random in die Luft, bis irgendwann ein Pfeil trifft, okay? Okay. Okay, lass mit Enderperle rüber. So. Moin, Meister. Wo ist Stani? Wir haben euch gewarnt. Wo ist der? Stani fliegt gerade eine Runde hier. Hat er was abgebaut? Nein, hat er nicht. Ich hab jetzt schon mal angeguckt. Komm, Stani. Guck mal, jetzt muckt er noch rum. Hey, was hast du gesagt, Stani? Ich hab dich nicht gehört. Ich auch nicht. Ich schieße einfach ein bisschen in die Luft, ne? Wir schießen einfach
Oh, 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 da kam wohl was an. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Bro, oh, ich dachte, ich sterbe. Wow. Oh mein Gott. Bro, die ganze YouTube-Insel. Alter. Alter. Digga. Von unserem TNT benutzt, ne? Das war nur die Hälfte. Wir haben nicht mal die Hälfte benutzt, Bro. Wir haben ja, nicht mal die Hälfte benutzt. Bro, das geht zu weit! Ja, hättet ihr euch vielleicht vorher überlegen sollen, ne? Ey, aber das ist doch vollkommen übertrieben, Mann! Ne, Junge, Bro, was ist übertrieben? Einfach Leute töten ohne Grund ist übertrieben. Nein, stopp. Lukas, das war nicht mal. Wir haben dir deine Sachen auch eingesammelt. Ach, haben Digga, ist mir scheißegal. Guck mal, was da übrig ist. Nix! Ja. 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 Doch, hier, warte mal. Hier, hab ich noch vorher aufgehoben, bevor da irgendwas passiert mit. Oh ja. Ja, wertvoll. Gibt ihm das besser wieder. Ihr habt den Beef angefangen, wir haben ihn beendet, ja? Ich würde sagen, schönen Tag wünschen wir euch. Das Thema ist jetzt durch und... Das hat jetzt erst richtig angefangen, Junge! Ja. Wir haben die Hälfte die neu aufgebaut! Dann hörst du das auch, Amir? Nicht riskieren sollen. Amir, hörst du das? Ja, hier. Vielleicht braucht ihr das ja noch. Ja, hier. Was? Ich schenke euch auch noch ein, zwei, ne? Gut, Jungs. Gut, Jungs. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Digga, Junge! Wir haben die gewarnt, oder? Ja, wir haben die gewarnt. Bro, es ist alles weg. Alles. Ey, lass mal kurz halten hier irgendwo. Ich muss gerade auf... Lass mal zu meinem Haus aufs Dach. Bro, ich muss gerade auf mein Leben klarkommen. Wir haben alles genommen. Nein, wir haben die gewarnt. Die haben uns wieder... Guck mal, die haben dich getötet, die haben mich heimlich getötet. Dann haben sie bei uns nochmal gesprengt, haben wir uns weiter angegriffen. Wir haben die gewarnt. Ja, Bro, also ich brauche mich nicht rechtfertigen. Wir haben es mehrfach nett probiert. Wir haben ja... Guck mal, wir haben ja gar nicht angefangen. Es ging los und Zevil beleidigt uns mit Pinkelflecken auf dem Pulli und... Bro, what the... Also, ich sag dir ganz ehrlich, Stani war ja immer ein Freund von uns. Warum der auf einmal so war, keine Ahnung. Und dann eben die Aktion noch und er schießt sich ab und... Egal, Bro, wir haben alles richtig gemacht. Wir müssen auch unseren Namen verteidigen. Das stimmt auch so. Banks hat noch geschrieben, ob alles klar ist. Sollen wir nochmal auf die Inseln gerade? Ja. Lass vielleicht generell auf die Inseln, nicht, dass die jetzt auch irgendwas... Ja. Wobei, warte. Den jetzt hinterher habe ich ja. Gut. Lass mal rüberfliegen. Hallo? Hallo? Jo, was ist da passiert? Eigentlich wollten wir die erstmal noch ein bisschen warnen und so und dann aber haben die provoziert und dann ist ein Pfeil irgendwo reingeflogen. Zufällig in TNT. Ja, vielleicht. Aber ey, jetzt no joke, wir haben echt nicht drauf gezielt, ne? Also die haben es wirklich rausprovoziert. Willst du das? Ich würde das mal gerne angucken. Wie sieht das da jetzt aus? Willst du es angucken? Ja, wir könnten nochmal gerade drüber fliegen, also. Ich will es mir schon mal angucken. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch was finden zum drüberfliegen, weil... Habt ihr das so heftig gesprengt? Nein, noch was. Nein, noch eine Schalker-Chest haben wir benutzt. Haben wir auch nicht übertrieben jetzt. Ja, lass kurz mal noch drüberfliegen und dann... Ich will es mal gucken, ja. Ja, komm. Ganz kurz. Ja, aber die werden safe jetzt noch hier hinkommen irgendwann, ne? 100%. Ey, es war halt so random, wirklich, ne? Keiner hat Beef angefangen. Einfach grundlos rasten die aus. Es war so lost. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich habe auch irgendwie im Gefühl, dass meine TNT-Farm drüber muss. Ich weiß nicht, warum. Aber andererseits wäre es mir eh egal, weil dann hätten wenigstens die anderen Leute nicht mehr die Chance, auch an Schwarzpulver ranzukommen. Aber ich glaube, Stani und Dingen sind beide weg. Deswegen, okay, wir gehen gucken, Junge. Oh mein Gott. Oh, Alter. Was ist denn hier passiert? Hä? Oh. Das ist ja komplett weg. Wo ist denn die Kuppel hin von denen? Warte mal, hatten die nicht hier ihre Base? Alter, wie viel TNT war das? 1000? Nee, so... 2 maximal, glaube ich, mehr hatten wir nicht. Junge, das ist ja, ich dachte so, okay, also ich wusste schon so, okay, dass schon so ein bisschen was kaputt ist, aber Junge, das ist ja komplett weg, Alter. Ja, guck mal, das Problem ist, der hätte noch oben Obsidian ist halt noch übrig geblieben, ne? Hey, bei mir rechts nicht. Ach, nee, das war kein Obsidian dann, das war was anderes. Nee, das war nichts. Ja, Enderman Kopf oder was das war. Ja, Junge, ja. Komplett weg, ja, die wären safe, die Inseln. Wegsprengen des Todes, ne? Ja, das Problem ist, den ihre Chests mit TNT haben wir halt auch mitgenommen. Also eigentlich haben die gar kein TNT mehr. Deswegen... Ja, aber sie können halt zur Farm gehen, ne? Die haben halt den Krieg angefangen, wir haben ihn halt jetzt beendet. Eigentlich müsste man die Farm entweder erstmal... Also, ich habe schon überlegt, eine Falle oder so da reinzubauen. Irgendwas oder man macht die so kaputt, dass man sie immer so leicht reparieren kann, aber die anderen das so nicht checken, weißt du? Ja, das wäre strong. Dann stellen die sich hin und die geht nicht. Ja, ja. So. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe wirklich schon überlegt, die einfach in die Luft zu jagen. Weil wir haben jetzt immer noch so unendlich viel TNT. Also eigentlich haben wir keine Konkurrenz. Und wenn wir das Ding kaputt machen... So Hütten. Ist schlau. Ja, hier Stani hat so eine Versteigerung mal gemacht, glaube ich. Aber wenn die dich stören, ist kein Problem. Wir können die auch noch beseitigen gerade.
Ja, die stören mich schon, muss ich sagen. Ja, ja, nee, verstehe ich auch vollkommen, deswegen. Ich glaube, das war ehrlich die größte Sprengung der Insel, kann das sein? Ja, ja, das kann sehr gut sein. Ja, Vorsicht, hier Feuerwehr. Oh. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vergessen hier, ne? Habe ich auch ehrlich gesagt eben gar nicht gesehen hier, die Dinger. Aber ist ja klar, wir müssen auch weg. Aber weißt du, wer sich verkleidet hat? Nee, keine Ahnung. Aber, Bro. Guck mal, wir sind halt zu denen hingegangen. Und ich kenne Stani ja jetzt schon ewig hier. Und ich habe ihm 100 Mal gesagt, dass ich es nicht war. Zuerst fängt's an. Blackjack sagt, Stani ist nicht da. Ich sehe ihn aber die ganze Zeit rumrennen da unten im Keller. Und auf einmal schießen die mich ab und so. Einfach grundlos. Das hat gar keinen Sinn gemacht, wirklich. Ja, Pech und deswegen haben die Armee gekillt. Ja, ja, deswegen haben die dann Armee noch. Alter. Also, ich habe denen ja nicht mal irgendwas gemacht. So, die sind einfach Army aufgelauert und haben ihn getötet. Aber wir haben jetzt 7 Beacons. Das ist ganz geil. Boah, 7 Beacons. Die hatten 7 Stück, wir haben alle abgebaut und mitgenommen. Lecker. Dann baue ich mir mein Haus fertig und hoffe, dass es morgen nicht direkt weggehauen wird. Nee, das passiert nicht. Was geht? Mein Enderfall hat sich getriggert. Hey, wie meinst du? Ich habe immer so eine Enderpelle in meinem Wasserstrom an meiner XP-Farm, um mal zu gucken, wer da ist. Der André ist draufgetreten. Ah, dass wenn jemand da in die Nähe kommt, dass das lädt und dann wirst du teleportiert. Der ist ja anders schlau, hä? Ja, ich weiß, dass die mal bezahlen, Alter, mir reicht's ja. Und wer hat's ausgelöst? André, aber der hat schon bezahlt gehabt, da war schon ein Diamant drin. Okay. Das ist ja anders schlau, hä? Ich sag euch ehrlich, meine Raid-Farm, da bedient sich auch jeder, ne? Stani auch, wurde mir erzählt. Ja, Bro, also eins kannst du dir merken auf der YouTube-Insel, jeder macht hier, was er will. Also ich fang gar nicht an mit meiner Schwarzpulver-Farm, Bro. Jeder. Die wird am Tag 20 Mal benutzt, nur eine Person bezahlt. Kann's komplett vergessen. Ey, aber ich muss jetzt mal wieder weiter. Dann haut rein. Mein Haus zu Ende. Auf jeden Fall geile Sprengung, Leute. Auf jeden Fall. Wenn irgendwas ist, schreibt einfach. Alles klar. Amir? Ich bin auch mal weg. Ja, ich bin morgen auf jeden Fall wieder da, ne? Und sobald die irgendwie zu uns kommen, schreib sofort, Digga. Ja, du auch. Okay, aber die machen eh nichts mehr. Tschö, tschö. Ja, hau rein. Junge, Freunde, Digga, was war das gerade für eine Explosion? Wir haben einfach den hier Leben komplett zerstört, Freunde. Aber ich sag euch ehrlich, absolut verdient. Wir wollten das friedlich klären. Ich bin ja sogar ohne Waffen dahin, wollte nur mit denen reden. Und wir wurden einfach mit Füßen getreten und keine Ahnung was. Das Problem ist, wenn wir als Himmelskrieger halt dann nichts machen, dann hat halt keiner mehr Respekt vor uns. Und das können wir halt einfach nicht durchgehen lassen. Weil wie gesagt, wir sind halt für Frieden auf der Insel. Aber wenn es halt Leute gibt, die denken, sie können machen, was sie wollen, dann... Ja, Freunde, wir müssen halt eingreifen, was soll ich euch sagen? Aber ja, Leute, das war's erstmal mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Freunde. Ciao. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back. See you later.